Für die Kliniken Maria Hilf steht am 26. Mai ein Großprojekt an. Denn das Gebäude an der Sandradstraße wird endgültig aufgegeben. Bleiben wird nur noch der Standort an der Viersener Straße. Das heißt, am Umzugstag müssen bis zu 240 Patienten umziehen. Zum Transport werden viele Rettungswagen benötigt. Zum reibungslosen Ablauf muss daher die Viersener Straße zwischen Staufenstraße und Schürenweg von 7 Uhr morgens bis in den Nachmittag hinein gesperrt werden. Die Vorbereitungen für den Großumzug sind schon in vollem Gange. Das sind 5 operative Abteilungen plus operative Intensivmedizin plus natürlich das gesamte Inventar, das verlagert werden muss. Beteiligt an der Großaktion werden unter anderem die Marx und die Feuerwehr sein. Die Bündelung an einem Standort war schon seit Ende 2014 geplant. Dazu musste am Franziskushaus neu gebaut werden. Das kostete etwa 84 Millionen Euro. Wir haben dadurch jetzt verhältnismäßig kurze Wege, ganz neue Infrastruktur im OP, im Zentralsteri, ein sogenannter Hybrid-OP, das neueste, was es auf dem Markt hier gibt. Und insofern eine erhebliche Verbesserung der Ergebnisqualität der Patienten zu erwarten ist und außerdem auch eine beträchtliche Verbesserung der Patientensicherheit im Hinblick auf Hygiene, Abläufe und so weiter.